Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Bloons Tower Defense 6 hier auf meinem Kanal, ob Glück oder Können, bin es the Win. Okay, ich probiere eine neue Karte aus. Wir machen sie auf leicht, weil ich nicht weiß, wo ich ungefähr was, überall was hinstellen kann. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich kann hier unten nichts hinstellen. Wir testen mal. Oh doch, okay. Ja, wie starten wir? Ganz einfach. Indem wir uns eine Insel holen und stellen sie hier hin. Und hier hin. Obwohl, no. Ah, habe ich noch nicht. Ah, scheiße. Doch. Okay, wir machen was auf volles Risiko, weil es kommt ja in beide Richtungen. Eins hier. Und dann erstmal hoffen, dass das geht. Die kommen gleichzeitig von beiden Seiten. Die Karte habe ich noch nie gespielt. Nicht mal privat. Ich konnte nichts mit anfangen, also optisch jetzt. Und deswegen habe ich gesagt, nein. Aber ich brauche ja ein neues Video. Das heißt, ich brauche ein neues Video. Ich brauche was Neues in meinem Video. Und bevor ich die alten Karten als wiederhole und wiederhole, und die kann ich ja, habe ich gedacht, komm schon, machen wir mal das. Okay, jetzt machen wir den wieder hier hin. Theoretisch kommen wir jetzt erstmal schon eine Meile weit. Kommen wir schon mal ein bisschen weit damit? Ja, eine Meile kommen wir damit auch weit. Wir kommen auch einen Kilometer mit weit. Oder. Die beiden Schiffe sind ja eigentlich schon sehr stark. Ich möchte jetzt gerne hier in der Mitte Etienne haben. Ich werde jetzt auch erstmal auf Etienne sparen. Und dann werde ich die beiden Schiffe bauen, tunen, meine ich. Weil Etienne ist sehr, sehr wichtig. Also, sorry, das ist ja von Tose. Ich kann es nicht so mit Dialekten. Das klang irgendwie fast mexikanisch oder so. Spanisch, Espanola. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich sage. Ich habe Etienne. Etienne, Baby. Komm mal ganz nach vorne hier. Etienne mit seiner coolen Drohne. Jetzt können wir schon mal getarnt angreifen. Das ist sehr schön. Das ist prima. Prima. So ist er. Warum? Ich nerve? Oh, das tut mir leid. Ich nerve euch doch nicht leid. Ich versuche doch nur Entertainment zu machen. Ich bin doch nicht gut da drin. Die Frage, hast du einen in der Klatsche? Also wenn ich käme? Ja, yeah. So ein bisschen, ne? Aber nur so ein kleines bisschen, ne? Ich hoffe, es kommt gut an. Ey, ich habe Tage, da bin ich gut drauf, da habe ich Tage, da bin ich ein bisschen ernster oder auch schnell gereizbar, was man aber in den Videos leider auch hört. Ja, ich weiß nicht. Ich habe Stimmungswankungen. Ich glaube, ich bin in der Wechseljahre. Ich weiß es nicht. Okay. Jetzt müssen wir uns langsam mal konzentrieren, meine Schiffe ein bisschen stärker zu machen. Dass wir haben ein bisschen mehr Rums für unsere Boote. Wir gehen jetzt mal auf das hier. Ich versuche jetzt bei beiden. Nee, geht noch nicht. Okay. Also hier unten kannst du eigentlich nur alles hinstellen, was auf Entfernung killt, ne? So, oder? Also wie gesagt, ich habe die Karte noch nie gespielt. Nicht mal privat. Ich schwör's euch. Das ist das allererste Mal in diesem Video. Deswegen spielen wir auch auf leicht, damit wir ein bisschen besser haben Chancen, um zu gewinnen diese Runde. Ja, das ist einfach so. Aber ist okay, nein, okay, ja klar. Bis jetzt ist sie sehr easy, weil mit den Schiffen hier oben, hier in der Mitte mit so einem Floß, hier kann man auch im Wasser noch eine Menge platzieren, was eine Menge Schaden macht. Bis jetzt ist die Karte eigentlich easy. Naja, jetzt muss man sich vorstellen, wenn dann auch noch ein paar Mobs dazukommen, oder Getarnte, oder Bleiernde, oder die Keramik, dann wird das schon ein bisschen schneller, ne? Lustig wird es dann, wenn die TNTs dazu kommen. Ich glaube, dann kacke ich auf der Karte tierisch ab. Ja. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß, kein Preis. Ich würde mal sagen, wir machen jetzt mal Safe-Bereich und holen uns noch ein paar Sniper. Wir lachen auch die Sniper ein bisschen schöner auf die Insel, ein bisschen mit der... ein bisschen mit der Luft. So, die Sniper jetzt uns unterstützen. Wir machen auf diese Seite nochmal hier zwei Sniper pro Seite. Ich kann nochmal reden, ja, kein Problem. Doch, ehrlich, ist kein Problem, ohne Scheiß. Ja, die Sniper unterstützen uns jetzt noch ein bisschen, ne? Ja, ja, so kann es sein. So kann es gehen, heißt das eigentlich. Mann, das laberst du in Scheiß, alter Mann. Ja, wenn du sagst, dann ich mache. Star Wars, auch tolle Filme, immer wieder gerne. Man bedenkt euch die ersten, man bedenkt euch die neuen, die rein offiziell Disney-Produktionen waren, gar nicht gucken wollte, mit der Rey. Muss aber sagen,
Doch, die sind auch gut. Die sind auch sehr gut. Die haben mir am Ende sehr gut gefallen. Lieblingsserie, der Mandalorianer. Geile Sache mit der Child. Oder das Kind. Und jeder dachte, das ist Baby Yoda, ist eine Regeneration. Nein, kommt raus, das ist nicht Baby Yoda. Das wäre unlogisch. Das ist einfach nur einer seiner Spezies. Wo man bis dato nicht wusste, dass es mehr als nur einen von ihm gibt. Man dachte immer, er wäre der Einzige. Okay, es gab mehrere. Und Luke Skywalker hat ihn am Ende gerettet und zu sein, ich hoffe, Schüler gemacht. So wie er der Schüler von Yoda war. Nein, war cool, war sau cool und scheiß. Also Mando, geile Serie. Ich freue mich auf die dritte Staffel. Auf jeden Fall, ich freue mich auf die dritte Staffel von... Nee, warte mal, das ist ja die vierte. Es soll eine vierte... Warte mal, Staffel 1, 2... 2 waren sie... nein, Captain. Ja, aber ich freue mich auf Staffel 4 von Discovery, Star Trek, Discovery. Sollte eine vierte geben, habe ich gehört. Ich habe ja nicht mal nach der zweiten gewusst, dass es eine dritte gibt, weil das Ende war eigentlich Ende. Aber ja, es soll weitergehen. Ja, Science-Fiction-Filme, Serien. Ah, I love it. Nein, ich gucke gern Filme und Serien. Ja. Was noch gerade so geht, sind Zombie-Filme und Serien. Da gibt es aber leider nichts Gutes. Da ist es so, The Walking Dead habe ich angefangen. Hatte, glaube ich, bis fünfte Staffel. Dann war es mir zu eintönig, zu monoton. Habe dann mal die erste Staffel von Fair the Walking Dead. Das war hier das, was davor spielt. Habe ich auch nur die erste Staffel geguckt, glaube ich sogar. Ganz, glaube ich. Fand ich aber nicht sehr beeindruckend, wenn es jetzt noch bedenkt, es gibt jetzt noch die... Wie schon das da? Kinderfreundliche Vision. Beyond soll ja angeblich kinderfreundlicher sein oder so. Keine Ahnung, habe ich gelesen auf jeden Fall. Bin mir aber nicht sicher, ob das wirklich so da stand. Jo, wir haben die Boote. Mann, ich laber viel Scheiße. Dabei sollte ich ein bisschen das Spiel moderieren, oder? Okay, weiter geht's. Was sagst du, DB? Soll ich, DB Gaming, soll ich mehr mich auf das Spiel konzentrieren? Oder ist okay, wenn ich so ein bisschen... über sowas erzähle im Hintergrund, falls du das siehst, schreib es bitte wieder in die Kommentare. Achso, ich starre gerade auf meine Tastatur, weil da was leuchtet, wo ich dachte, leuchtet das schon immer so. Ich war mir unsicher. Wir haben die Drohne, seht ihr sie hier am Rand? Durch die können alle getarnte Blumen sehen. Das ist einer der Gründe, warum ich finde, dass Etienne einer der besten Helden ist in Bloons Tower Defense 6. Also heute ist einer der Tage, wo ich ein bisschen besser drauf bin bei der Aufnahme. Man hört's. Aber auch gestern die Videos, die ich für heute aufgenommen hatte, wiederum, warte mal, heute ist... Nein. Auch die Videos, die ich für den Montag aufgenommen hatte, da habe ich mich nicht ganz so gut gefühlt, in Anführungszeichen. Da war ich auch schnell angepisst, wo es bei CLW nicht so gut lief. Aber ich habe auch Tage, da bin ich richtig angepisst. Das hört mir auch an. Also wenn ihr, ne, so und so. Aber heute ist einer der Tage, da bin ich richtig gut drauf. Mal einer von wenigen Tagen. Und nach der Arbeit immer noch gut drauf zu sein. Das ist ein... Okay, weil wir jetzt bei 8 Minuten und 30 wären, würde ich jetzt sagen, ich tune jetzt nur noch die Sniper. Ansonsten gar nichts. Ich stelle auch nichts mehr auf die Karte und wir gucken, wie weit wir kommen. Einverstanden? Ja, ey, perfekt, super. Ihr seid die Besten. Okay, weiter geht's. Dann, Sniper Nummer 1. Wir gehen auf Vollmann zu Geschoss. Das, tödlich. Schnellfeuer. Dann machen wir später das mit seinen Kollegen. Ich muss ein bisschen sammeln. Und es geht weiter mit Runde. Runde Nummer 42. 43 startet. Jo, so muss es sein. Nehmen wir auch wieder den Kleinen hier ganz hinten. Ja, aber jetzt ohne Scheiß, DB Gaming. Also das Lied von... Oh, ich kann seinen Namen nicht aussprechen. Also das andere Overwatch-Lied habe ich auch schon kurz angesprochen in Titanfall 2. Das ist wirklich gut. Auch wenn es aus der Sicht von den einen Typen ist und ich nicht weiß, wie der Typ heißt. Ich weiß, es wird in dem Lied gesungen. außer dass ich den Charakter selber auch mal versucht habe zu zocken und du kannst umstellen zum Heilen und umstellen zum Angriff oder so mit dem Subwoofer, den er hat, der Deutsch, mit diesem sogenannten Bass, den er in der Hand hat.
Aber sonst habe ich das nie, habe ich ihn nie wirklich, ich kam auf ihn nicht klar. Aber das Lied ist gut. Das ist ja auch, glaube ich, einer der Gründe, warum er mit Execute zusammen Musik macht seit ein, zwei Jahren. Beide haben einen sehr guten Stil und zusammen sind sie sehr, 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 sehr gut, wenn es um Gaming-Musik geht. Okay, ich kann schon den Affen auf Craten, wir gehen hier drauf und gehen jetzt auch schnell. Super, den haben wir schon mal und jetzt sammeln wir noch wieder ein bisschen Points. Okay, da kommen wir immer durcheinander, ja, gut. Wieder auf das hier, das ist unsere, ja. Oh, ich glaube, so weit kommen wir gar nicht, wenn wir nur das machen. Oh, egal. Lustig, lustig, falalalala. Nein, bald ist nicht Nikolaus Abend da. Yeah. Der war nämlich schon. Und er kommt erst wieder in sogenannten ein Jahr. Das hat sich jetzt weder gereimt, noch war es gut. Oh mein Gott, bin ich scheiße. Ja, ja, ja. Nice. Ja, soll ich die Schiffe doch nochmal aufbauen? Mache ich daraus Flugzeugträger? Darf ich das? Ich habe ja gesagt, ich mache nur die. Darf ich daraus Flugzeugträger machen? Nein, okay. Wie doch? Darf ich? Ja? Darf ich? Darf ich? Bitte. Ihr erlaubt es, oder? Ein? Vielleicht danach ein zweiten? Okay, komm. Aber auch nur Flugzeugträger. Also, anders gesagt, ich tue jetzt die Regel noch ein bisschen strecken. Nur das, was auf der Karte ist, tune ich. Oder wie man sagt, ne? Tune? Kann man sagen, oder? Baue ich auf. Und der zweite Flugzeugträger. Yes! Ja, ich bin mal gespannt, wie viel ich kacken muss. Oder ob ich noch. Also ich werde auf jeden Fall noch ein bisschen schnelles Vorspulen machen, auf jeden Fall. Da bin ich sogar ganz sicher. Langsamer gemacht? Nein, es war. Ja, nee. Yeah! Und weiter geht's, weiter geht's. Wir brauchen Geld, wir brauchen Money. Aber nein, lohnt sich nicht. Okay, also die Karte ist jetzt auch doch gar nicht so schwer, wie ich gedacht habe. Man kann da wirklich gut setzen. Und ich denke mal, bis Runde 80 ist auf jeden Fall drin. Runde 100. Ja, mit ein bisschen mehr Sätzen auf jeden Fall. Also ich denke mal, ich werde das nächste Bloons-Video, was in ein paar Tagen kommt, in 5 Tagen, denke ich, werde ich dieselbe Karte nochmal nehmen. Ich werde nur gleich auf unten. Werde gleich dann auf schwer starten und gucken, wie weit ich komme. Und dann natürlich auch mehr hinstellen. Jetzt sage ich ja, es bleibt was da spielt. Wir gucken, wie weit wir kommen. Aber wenn ich schon mit so wenig bis Runde 60 komme und das ohne Anstrengung, kann ich, denke ich, dann auch gleich mit schwer starten. Gucken, ob ich Runde 100 schaffe. Beziehungsweise vielleicht mal weiterkommen. Aber so ist schon mal ganz lustig. Ja. Okidoki, okidoki, du, 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 du. What? Nur bis Runde 63? Ja, aber wie gesagt, ich glaube, wenn ich hier ein bisschen mehr stelle, kann ich auch Runde 100 schaffen. Wie gesagt, ich wollte ja nichts mehr setzen. Toll, Videolänge ist perfekt. Ich muss nicht mal was cutten. Das ist toll. 13 Minuten knapp, plus minus ein paar Sekunden. Minuten. Geile Sache. Danke fürs Zusehen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen guten Morgen und einen noch besseren Abend. Was haltet ihr eigentlich von meiner Upmod? Schreibt es in die Kommentare. Hauptsächlich bist nur du es, DB. Aber was meinst du? Ist die Upmod gut? Sag ja. Okay, ich bin hiermit raus. Peace.